Hi Inka. Hey Leute, wie wahrscheinlich schon ein paar in den Storys mitbekommen haben, ist Inka ja momentan unser Sorgenkind. Und zwar wurden wir heute Morgen angerufen, dass sie Kolikanzeichen hat. Also sie hat sich die ganze Zeit hingelegt, wollte nicht wirklich was machen und ist halt voll aufgegast. Sie ist voll dreckig. Ist halt voll aufgegast und ihr Bauch ist halt voll hart und so. Und dann sind Julia und ich natürlich sofort hier hingefahren. Ja, also sie war, also ist immer noch relativ aufgegast und halt fest. Also man merkt auf jeden Fall, dass sie Bauchschmerzen hat. Aber wir haben jetzt keinen Tierarzt gerufen, da es jetzt nicht so extrem schlimm für uns rüberkam. Wir haben sie dann heute Morgen schon ein bisschen joggen lassen und ja, ein bisschen geführt. Und danach ging es ihr auch auf jeden Fall schon besser. Und jetzt sind wir halt nochmal hochgefahren und jetzt werde ich gleich mit ihr spazieren gehen, danach nochmal ein bisschen joggen lassen. Wir haben sie dann unten aufs Paddock von den Chatties hingestellt mit Smarty zusammen, damit sie sich bewegen kann, aber nichts fressen kann. Und genau, wir schätzen mal, das kommt davon, wenn sie heute Morgen dann frisch was weitergesteckt bekommen hat von Wiese und das halt noch so nasskalt war, dass sie davon einfach zu schnell zu viel gegessen hat. Also die schlingt das ja so weg, ne? Die ist halt gefühlt in 5 Minuten mit allem fertig, egal wie groß die Portion ist. Und die hört ja auch einfach nicht auf und wir schätzen mal, dass das einfach ein bisschen zu viel war und sie das zu schnell gefressen hat und deswegen jetzt ein paar Bauchschmerzen, ein bisschen Bauchschmerzen hat. Und genau, ich werde die Kleine mal putzen. Oh. Ja, und dann und dann werde ich gleich mit der Runde spazieren gehen. Nee, Inki. Und Julia kann jetzt leider nicht mitkommen. Also meine Mama und ich sind jetzt gerade nur bei den Ponys, weil sie was für die Arbeit machen muss. Und deswegen kann sie leider nicht mit. Aber ich sorge mich natürlich gut um die Inka. Oh, sie ist so süß. Nee. Naja, jetzt werde ich erstmal putzen und danach geht's los. Ein bisschen spazieren. Nee? Wir sind jetzt gerade schon im Wald und beim Putzen habe ich schon noch gemerkt, dass der Bauch ziemlich viele Geräusche macht. Aber ja, Inka wollte gerade schon die ganze Zeit hier am Rand Gras fressen. Das ist ja eigentlich auch immer ein gutes Zeichen, wenn die Pferde dann noch fressen wollen. Jetzt gerade führt meine Mama die Inka ein bisschen, da ich dann hier mit euch besser reden kann.
Und genau, das ist nämlich nur die eine Sorge momentan bei Inka. Und zwar hat sie noch eine. Sie hatte ja vor einem Jahr, ich glaube auch sogar im Sommer, hatte sie ja schon mal Probleme mit dem Darmbein. Da kam dann auch die Physiotherapeutin und das wurde dann alles versorgt. Also die Blockaden wurden rausgemacht. Und dann haben wir ja so Übungen bekommen, die wir machen sollten. Und das war dann ja nach Wochen auch schon wieder gut. Und ja, jetzt hat sie schon wieder was. Also Julia hat das so gemerkt beim Reiten. Und zwar ist sie halt aufgestiegen und irgendwie war das eine Hinterbein nicht mehr so aktiv wie sonst. Und ja, vielen wäre das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Aber Julia kennt Inka jetzt nun mal schon 14 Jahre. Und ihr fällt das halt dann sofort auf, wenn Inka ein bisschen anders läuft. Und sie hat dann aber noch ein paar Wochen gewartet und das so ein bisschen beobachtet, ob sich das verschlimmert. Und dann letztendlich wollte sie trotzdem nochmal eine Physiotherapeutin dran haben. Aber die konnte nichts finden. Also da waren jetzt irgendwie nicht Blockaden oder so. Sie hat halt einfach gesagt, wir sollen viele enge Wendungen gehen, damit das Hinterbein aktiv bleibt und so. Ja, aber das hat sich tatsächlich nie verbessert, sondern wurde immer nur schlimmer. Deswegen kam die nochmal, aber sie konnte letztens schon wieder nichts finden und meinte, wir sollen jetzt einfach mal den Tierarzt rufen und den fragen und der soll einfach mal da drüber schauen, weil sie kann nichts finden. Sie meinte auch, wir sollen jetzt einfach nur noch ins Gelände mit der gehen. Ja, oder halt ein bisschen locker joggen lassen an der Longe oder so. Einfach, dass sie jetzt nur noch so ein paar entspannte Sachen macht. Und genau, jetzt warten wir noch auf den Tierarzt. Also wir haben irgendwie jetzt demnächst den Termin. Denn sie meinte, das Wort hört sich jetzt natürlich direkt schlimm an und für Julia war das auch total schlimm, als sie das hörte. Sie war erstmal total durch den Wind und so und sie konnte das erstmal gar nicht fassen. Und zwar hat Inka ganz, ganz vielleicht, die Physiotherapeutin ist sich aber nicht sicher, einen Anfang von Arthrose. Aber ja, wir hoffen jetzt mal, dass sie es nicht hat. Mich macht sowas auch immer total fertig. Also Inka, ich meine, das ist das Pony, was immer lief, die 14 Jahre lang. Also die hatte echt nie was und die ist ja auch so ein robustes Pony und so. Also mit der hatten wir nie Probleme. Aber klar, sie ist jetzt 20 und sie wird halt auch immer älter und so. Ja, aber wir hoffen, dass sie jetzt keinen Anfang von Arthrose hat, sondern irgendwas anderes oder dass das einfach nur wegen dem Alter ist. Und genau, das wollte ich nämlich euch auch noch erzählen. Das kommt nämlich auch noch dazu. Zudem von heute und das ist natürlich dann echt blöd, wenn sie dann jetzt momentan so viel hat. Das macht einen schon sehr, sehr traurig und das wollte ich euch auch noch mal kurz erzählen. Aber jetzt muss ich mich mal eben beeilen, weil die sind schon ziemlich weit. Deswegen muss ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen laufen. Macht ihr euch dann auch immer so mega die Sorgen, wenn dann irgendein kleines Problemchen bei den Ponys oder so ist? Also ich bin auf jeden Fall so ein Mensch, der macht sich dann direkt einen Kopf und überlegt, was man machen kann, damit es ihm besser geht und so. Und ja, also habt ihr auch viele Probleme? Also mit Inka und Smarty, ja, da hatten wir tatsächlich noch gar nichts so Schlimmes. Aber dann kommt Paola, die haben wir gerade mal, Inka, die haben wir gerade mal 2,5 Jahre und weil der war schon so oft ein Tierarzt, dann hat sie sich ja verletzt beim Freispringen oder der Faserriss kommt dazu oder sie hatte auch schon ganz oft Blockaden und so. Also da hatten wir mit Paola auf jeden Fall schon mehr Probleme als mit Inka und Smarty zusammen. Ja, ihr könnt mir ja bei der Premiere dann schreiben, ob ihr auch solche Probleme mit den Ponys oder den Pferden habt oder nicht. Und genau, Inka und ich laufen hier gerade. Sie ist halt auch so ein bisschen gelangweilt und so. Naja. Ne, Inka. Oh. Der Wald sieht jetzt schon so schön aus, so alles wird grün und so. Momentan ist er wieder relativ kalt bei uns. Also wir haben irgendwie 0 Grad oder Minusgrade in der Nacht, aber ja, das schöne Wetter kommt wieder mit 20 Grad. Oh, Inka, du siehst so süß gerade aus. Ja, du. Hallo, ich möchte Nase berühren. Nein. Ach, Inka frisst immer Bäume. Und die Inka ist die ganze Zeit am Rumfurzen, aber ich meine, es ist ja gut aufgrund der Kolik. Also sie hat ja keine Kolik, aber den Anzeichen und ihren dicken Bauch, ne? Ja, zum Glück sind wir aber alleine, weil sonst wäre das dezent peinlich, wenn ich so ein Pferd führe, was die ganze Zeit nur am Furzen ist, ne?
So, jetzt gleich sind wir schon wieder bei den Ponys, also am Stall. Und dann werde ich sie jetzt noch ein bisschen joggen lassen auf dem Platz. So, wir sind jetzt fertig und fahren jetzt wieder nach Hause und ich komme dann mit Julia heute Abend nochmal hier hin und werden die Inka dann nochmal freilaufen lassen und ein bisschen spazieren führen. Und genau, also der Bauch hat sich auf jeden Fall schon verbessert, aber es ist noch nicht zu 100% normal, sag ich jetzt mal. Und ja, ihr könnt ja alle mal ganz, ganz fest die Daumen drücken, dass sie keine Anfänge von Arthrose hat und dass es ihr ganz schnell wieder besser geht und wieder die alte Inka wird. Und genau, jetzt lasse ich sie mal ein bisschen in Ruhe. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen hoch und über ein Abo freuen. Tschüssi!